Sehr kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog bzw. nächsten Episode von Bubble Time, wie ihr ja unten sehen könnt. Und zwar, ich muss umgekehrt denken, glaube ich, da könnt ihr das, glaube ich, sehen. Es geht heute um einigen Themen und ich berichte aus meinem Auto. Warum? Ich muss gerade ein bisschen Zeit vertreiben und genau das möchte ich jetzt natürlich hier tun. Ihr könnt mir gerne zu den Themen, die ich jetzt ansprechen werde, eure Meinung in die Kommentare schreiben und einen Daumen nach oben da lassen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich stehe übrigens auf dem Mediamarktplatz, falls es irgendjemand interessiert. Ich wollte eigentlich kurz ein bisschen nach Handys gucken, aber ich habe irgendwie in diesem Mediamarkt keine Handys gefunden. Es mag an meiner Inkompetenz liegen, aber deswegen bin ich dann relativ schnell da wieder raus. Spiele interessieren mich momentan nicht sonderlich. Ihr könnt mir gerne meine Kommentare schreiben. Was haltet ihr von Far Cry Primal? Das sah eigentlich ganz geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß halt, dass ich es kaum spielen würde und sowieso nicht auf YouTube zeigen würde. Von daher könnt ihr mir ganz gerne natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht heute ein bisschen was anderes. Und zwar geht es einmal um die Champions League. Jetzt geht es zum zweiten um Barcelona. Und es geht zum dritten um die Bundesliga. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem momentan primär, ja, ich sag mal, aktuellsten Thema, und zwar der Champions League. Und da spielt heute Abend natürlich Real Madrid gegen VfL Wolfsburg. Und wir haben noch ist es Barça Atletico? Ich glaube, es ist Barça Atletico, die heute noch spielen. Auf jeden Fall noch ein zweites Kracher-Derby. Ist ja Duell, ist ja klar, ist ja Viertelfinale. Hinspiel Madrid 0-2 verloren im Bernabéu. Also werden jetzt meine Tipps, ist klar. Rückspiel müssen sie jetzt im Bernabéu gewinnen, und zwar mindestens 2-0, um weiterzukommen. 4-1, wenn Wolfsburg ein Tor schießen sollte, ansonsten sieht es ganz schlecht aus. Ich glaube, dass Real das allerdings packen würde, und ich glaube, es geht, also heute habe ich irgendwie das Gefühl, es geht in die Verlängerung. Ja, sie werden 2-0 gewinnen, dann geht es in die Verlängerung, und in der Verlängerung gewinnen sie dann mit 3-2 durch ein Tor von Cristiano Ronaldo, was auch mal wieder Zeit wird in gewisser Weise. Ich kann mir das zumindest sehr gut vorstellen, also ich glaube, das wird zum einen passieren. Des Weiteren packt hier gerade jemand neben mir, auch interessant. Haben wir dann Barca gegen Atletico hoffentlich. Auch ein sehr interessantes Spiel. Das Video hier wird Mittwoch kommen, deswegen ist das Spiel von Real schon geschehen. Also dazu könnt ihr mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr getippt habt, was ihr erwartet und wie eure Erwartungen erfüllt oder halt nicht erfüllt wurden. Atletico Barca habe ich ja bereits gesagt. Ich glaube nicht, dass trotz der momentanen Krise von Barca, die jetzt zuletzt zweimal verloren haben gegen Sociedad und gegen Madrid, also gegen Real, dass das trotzdem nichts wird für die Roji Blancos und dass sie im Calderon ich glaube, es geht entweder 0-0 oder 1-1 aus oder Barca gewinnt. Ne? Ich kann mir eigentlich keinen Sieg von Atletico vorstellen. Ich mag falsch liegen, wir werden sehen. Es könnte spannend werden, aber normalerweise ist das Ding für Barca entschieden und ich denke, dass Barcelona weiterkommt. Und ich denke auch, dass Barcelona im Halbfinale gute Karten haben wird und eventuell wieder ins Finale einzieht. Kein Team hat bisher zwar in der Champions League gewonnen. Vielleicht ist es das Jahr von Barca, denn sie haben den besten Kader der Welt und von daher könnte es auf jeden Fall möglich sein. Wenn ihr fragt, warum gucke ich die ganze Zeit so komisch, das liegt daran, dass meine Augen momentan irgendwie die ganze Zeit brennen. Also ich habe irgendwie ganz trockene Augen oder sowas. Eigentlich trinke ich genug, kann an der Luft liegen, irgendwie Allergie, ich habe keine Ahnung, aber es ist ein bisschen nervig. Naja, ja, das sind meine beiden Tipps zu den Spielen. Dann haben wir natürlich noch Bayern gegen Benfica auswärts. Das ist erstmal mit Hoeneß wieder. Ich glaube, dass Bayern das gewinnen wird mit 2-0 auswärts in Lissabon. Und das andere Spiel ist dann natürlich noch PSG gegen Man City. Und da habe ich ein 2-1 getippt für Man City, die dann dementsprechend weiterkommen würden. Das gleiche Ergebnis wie im Hinspiel, nur dieses Mal zu Hause. Und da bringt auch das Auswärtstor dann PSG nichts mehr, weil sie ja das zweite Mal verloren haben. Nicht das erste Mal verloren haben, aber naja, bringt trotzdem einfach nichts, weil sie halt verloren haben. Ja, City allgemein mit einer guten Ausgangsposition aufgrund dessen, dass sie halt nun mal zwei Auswärtstore sowieso schon haben auf ihrer Seite. Und zu Hause auch einen kleinen Vorteil, einfach weil sie momentan auch, naja, sich wieder ein bisschen gefangen haben. Was man ja auch in der Champions League gesehen hat. Kenne ich die? Ich kenne die nicht. Gut, letztes Spiel? Ne, war schon letztes Spiel. Ja, komisch. Egal, kommen wir schneller zur Bundesliga. Beziehungsweise zu Barcelona. Barcelona passt besser, internationale Überleitung. Barcelona sucht nach einem neuen Ersatz, das ist heute eine Schlagzeile gewesen, das ist so ein bisschen der Trash-Talk. Barcelona sucht nach einem neuen Stürmer, der soll Luis Suarez so ein bisschen, naja, als Backup dienen, denn der ist ja momentan so der einzige Stürmer, den sie haben. Sie haben theoretisch Munir, Neymar kann Stürmer spielen, Messi kann Stürmer spielen, aber das sind natürlich alles keine Dauerlösungen und deswegen haben sie ein Auge geworfen auf, und jetzt kommt's, Kevin Gamairo von Sevilla. Der wurde vom PSG geholt, weil PSG auch nur Ersatz, ist bei Sevilla ziemlich durchgedreht, hat sich gerade seit dem Backer weg, ist extrem in den Vordergrund gespielt, trifft wie er will und dementsprechend natürlich ein paar Clubs auf den Plan gerufen. Unter anderem halt den FC Barcelona. Und die haben jetzt dem Vernehmen nach 20 Millionen plus Halilovic geboten. Also in FIFA wäre das ein kranker Transfer. Und auch in Realität, 20 Millionen ist die eine Sache. Halilovic, eines der krassesten Talente überhaupt. Kommt auch eine Rückkaufaktion haben oder sowas. Aber trotzdem,
Der ist nochmal locker 20, 25 Millionen wert. 45 Millionen für Gamairo. Was sagt ihr dazu? In meinen Augen ein bisschen zu krass, ein bisschen zu viel. Hätte ich so nicht erwartet. Wirkt wie vom Barca wie ein ziemlich komischer Move irgendwie. Ich meine, klar, Gamairo ist ein klasse Stürmer. Sie brauchen Stürmer, warum eigentlich nicht? Aber so extraordinary, also so extrem, überrascht mich doch schon ein bisschen. Vor allem, weil es halt eigentlich kein wirklicher Star. Also er ist natürlich ein Star bei Sevilla, aber er ist nicht so ein Weltstar oder sowas. Und für den so viel Kohle hinzublättern, kann sich natürlich auszahlen, keine Frage. Ich denke auch, der kann sich bei Barcelona als B-Spieler durchsetzen, aber nichtsdestotrotz, schon eine ganz schöne Ausnummer. Jetzt kommen wir zum letzten Thema und dem kontroversesten Thema vielleicht in diesem Video. Irgendwie ist die Kamerahaltung scheiße, aber egal. Und das ist, naja, die beiden habe ich gerade schon gesehen, die waren schnell. Das ist relativ easy. Die Bundesliga hat Montagsspiele eingeführt. Trotz Protesten der Fans, trotz Protesten von allen möglichen Seiten, haben sie es irgendwie durchgebracht, die DFL. Und ab jetzt wird es in der Bundesliga Montagsspiele geben. Und zwar 5 ab der Saison oder ab dem Jahr 2017. Ich weiß nicht, ob 5 pro Saison, 5 pro Halbserie oder sowas. Oder 5 pro Jahr. Aber trotzdem scheiße. Warum Montagsspiele in der Bundesliga? Ich meine, so gesehen kann ich es vielleicht noch verstehen, als Entlastung der Euroleague bzw. Champions League-Teilnehmer, gerade der Euroleague-Teilnehmer, dass die vielleicht an einem Montag spielen, dann wisst ihr, dass die halt quasi Donnerstag Euroleague spielen und die Sonntag spielen müssen, sondern erst Montag. Und dass diese Duelle halt nur sind, wenn Leverkusen beispielsweise, angenommen sie gehen in der Euroleague, Leverkusen und Mainz, dass die beiden in der Euroleague sind und dann die beiden halt in der Euroleague gegeneinander, die beiden halt gegeneinander spielen auf Montag. Oder vielleicht Champions League, Euroleague oder noch Euroleague-Clubs oder so. Das wäre die einzige sinnvolle Erklärung, die ich habe. Ansonsten gibt es da keine. Wie seht ihr das? Montags, Bundesliga? Ich meine, zweite Liga ist ja schon so eine Sache, ja. Das wird für Hannover, oh Gottes Willen. Oh, da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, momentan bei der Kaderplanung. Aber Montagsspiele ist so eine Sache. Und wenn man dann noch bedenkt, dass in der Bundesliga das Ganze passiert, Bayern an. War unwahrscheinlich. Aber Bayern an einem Montagabend, das ist schon sehr komisch. Also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Dann sehen natürlich cool, man hat nochmal einen Tag mehr Bundesliga, aber auch am Samstag in der Konferenz vielleicht ein Spiel weniger oder halt am Sonntag ein Spiel weniger oder ich weiß es nicht. Irgendwie ist es nicht so geil. Ich finde diese Verteilung auf mehrere Tage an sich gut, aber halt in dem Ausmaß nicht so wirklich. Wenn ihr übrigens wundert, warum ist Max Hand so groß? Warum hat er so riesige Finger? Das liegt daran, dass die Kamera Weitwinkel ist. Guck mal, hier ist sie gar nicht mehr so groß. Immer noch relativ, aber nicht so groß. Naja. Gut, das waren eigentlich schon die drei Themen, die habe ich jetzt abgehakt. Also gerade das mit der Bundesliga am Montag, ich weiß ja nicht, finde ich nicht so geil. Einige haben übrigens noch gefragt, ich habe im letzten Video, nicht angesprochen, was mit der Schmiedebar-Aktion wegen dem Trikot, wollte ich nochmal genau darauf eingehen. Im Endeffekt war es nur irgendein 96er, ich weiß nicht genau, wer es war, Sorg unter anderem hat reingeworfen, ich weiß nicht, welches Trikot das war. Er hat auf jeden Fall sein Trikot in den Block geworfen und angeblich, muss man dazu sagen, das habe ich nur gehört, hat ein Uhala, das sind die Ultras Hannover, das zurückgeworfen. Kann auch sein, dass es einfach zurückgeflogen ist, kann auch sein, dass einfach irgendein Neutraler es zurückgeworfen hat. Ich habe gehört, und das ist absolut nichts gegen die UH oder sowas, was ja immer so ein bisschen, na, ist ja auch egal, dass das halt von dem Uhala zurückgeworfen wurde und Schmiedebach hat dieses Trikot dann aufgehoben und hat es umgekrempelt wieder und hat aufs Wappen gezeigt. So nach dem Motto hier, es geht um den Verein, es geht um unsere Liebe zu Hannover und ihr könnt euch einfach mit der Mannschaft entsolidarisieren sozusagen. Das fand ich einen guten Move, das zeigt seine Vereinstreue, seine Vereinsidentifikation und dass ihm halt nicht alles egal ist mit dem Verein passiert und mit den Fans und das war echt schön. Ich hoffe auch, dass Schmiedebach mit in die zweite Liga gehen wird. Dazu habe ich, wie gesagt, eine Analyse momentan, die ich am Schreiben bin, beziehungsweise eine Kaderplanung so mehr oder weniger. Welche Rolle Schmiedebach da spielt, könnt ihr euch demnächst auch durchlesen. Allgemein auch, welche Rolle eventuell ein Sorg spielt oder ein Gamairo, vielleicht bei 96, wer weiß. Auch das werde ich eventuell ansprechen. Gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Gerade zur Bundesliga interessiert mich die auf jeden Fall. Bundesliga am Montag, ja oder nein, Ablehnung oder interessantes Konzept. Mich würde es interessieren. Auch schreibt mir eure Meinung zu Far Cry Primal rein, weil das interessiert mich irgendwie doch. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie. Naja, war auch mal was anderes mit der Legeria hier. Ich denke mal, das ist auch okay. Wollt ihr dieses Format vielleicht öfter sehen, wenn ich gerade keine Zeit habe. Das Ganze habe ich heute beispielsweise nicht. Keine Zeit, aber das Ganze mit einer normalen Kamera aufzunehmen, also mit meiner Webcam, dass ich das vielleicht mit der Legria mache und dass ich dann trotzdem einfach dieses Layout hier habe mit dem Rahmen und so. Könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben. Gut, jetzt aber wirklich Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.